Und Hallöchen, liebe Freunde, und es geht weiter mit Das Haus der tausend Türen, Familiengeheimnisse. Ich würde sagen, ich schaue erstmal in dem Inventar, was wir haben. Okay, wir haben ein Porträt, Apfel, Feuerwerkskörper und Feuerzeug. Und hier haben wir auch schon alles beendet, ne? Ja, ach so, gut, wir können dann hier weiteres an uns nehmen. Das ist schon mal sehr schön. Ich würde sagen, was ist das denn da? Aha. Was soll das jetzt sein? Aha. Ich weiß es nicht. Was könnte das denn jetzt sein? Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber... Könnte eventuell... Weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was man hier jetzt machen muss, beziehungsweise für was das hier steht. Ich würde sagen, die drei sind schon mal korrekt. Ich mache einfach mal. Nee, das muss weg. So. Das muss vielleicht auch gar nicht. Was soll das jetzt ergeben? Also das verstehe ich jetzt nicht. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Scheint aus wie irgendwie ein Vogel zu sein. Oder ich weiß es nicht. So vielleicht? Wenn ich das hier jetzt anklicke... Nee, also um ehrlich zu sein, was das hier sein soll, weiß ich jetzt noch nicht. Aber mittlerweile können wir das auch vielleicht noch rauskriegen. Das können wir da nur bewegen. Okay. Hier haben wir, glaube ich, nichts mehr zu tun. Dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder zurück. Und hier vielleicht den Apfel rein. Oder haben wir den Apfel von hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Und zwar hier durch. Hier zum Porträt, Stammbaum oder whatever. Und pack das mal. Okay. Wir haben einen Korkenzieher, Lineal, Apfel, Feuerwerkskörper und ein Feuerzeug. Okay. Ach ja, für sie müssten wir, glaube ich, einen Wein, irgendwie einen Wein finden oder so, ne? Ups. Doch, müsste irgendwie so sein. Wir müssten irgendwie Wein finden für die Dame. Arme Frau, sie leidet an oh Gott. Arme Frau, sie leidet an fürchterlichen Kopfschmerzen. Vielleicht würde ein Glas Wein ihren Schmerz lindern. Genau, wir müssen ihr irgendwie einen Wein finden. Ich brauche einen Schlüssel, um dieses Schloss zu öffnen. Okay. Da brauchen wir noch Blumen. Sie ist schön und furchteinflößend. Irgendetwas stimmt mit dieser Statue nicht. Ja, allerdings. Was ist das denn? Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt worden. Ich muss den Riegel mit etwas Dünnem von hier aus öffnen. Mit etwas Dünnem? Nein. Vielleicht mit dem Lineal. Oh ja, super, funktioniert. Okay, wir haben es geöffnet. Dann gehen wir mal dort durch. Ach, hier. Super. Ich brauche einen Korkenzieher. Haben wir parat? Kann ich das mitnehmen? Ah, okay. Super, also den Wein haben wir jetzt. Das ist schon mal... Klasse gelaufen. So, musste mich kurz mal anders hinsetzen. Okay, Rotweinglas. Ich sollte ein kleines Stück Käse abschneiden. Gut. Ach, konnten wir das eigentlich mitnehmen? Nee, ne? Okay. Ach. Messer. Können wir hier sonst noch was mitnehmen? Nee. Dann können wir gleich hier Käseabstück haben, abschneiden. So, ich weiß zwar nicht wofür. Was ist das denn da?
Der Griff fehlt. Haben wir hier einen Griff? No, leider keinen Griff. Das ist ein Nussknacker, ja. Und warum kannst du das nicht mitnehmen? Okay. Dann wissen wir halt Bescheid, dass da Nussknacker steht. So, da... Wenn ich etwas Holz hätte, wäre ich in der Lage, ein Feuer anzumachen. Holz haben wir momentan auch nicht. So, einen Topf haben wir. Porträt haben wir. Oh, entschuldigt bitte. Entschuldigt. Boah, bei der jeden Aufnahme muss ich irgendwie niesen. Das ist so ätzend. Oh Gott, ey. Okay, ach. Da haben wir eine Blume, eine Kamille. Unbezahlbare Statue bei Crispy Action Aktion unter dem Hammer. Ein anonymer Käufer hat eine der kostbarsten modernen Statuen gekauft. Wer ist der glückliche neue Besitzer dieses Meisterwerks? Ja, tja, keine Ahnung. Und mit der Zeit werden wir das auch bestimmt auch noch rauskriegen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Karte. Ach so. Expertenobjekt gefunden. 12 von 35. Noch ein zerbrochener Spiegel. Ich bin normalerweise nicht abergläubisch, aber dieser Ort lässt mich diese Ansicht neu überdenken. Okay. Da haben wir eine Tür. An diesem Apparat fehlt etwas. Okay, ich weiß zwar nicht was. Aber na gut. Dann haben wir hier eine Kuppel, was uns gerade nicht weiterbringt irgendwie, weil hier am Apparat ja irgendwas fehlt. Na gut, na gut. Dann gehen wir mal zurück und wir haben auch schon die eine Blume gefunden. Dann können wir die... Hier sollten vier Blumen liegen. Ach so, okay. Ach so, und Wein haben wir ja auch. Bitteschön. Thank you, darling. I can't deal with this ghost. It's too wild. And it seems to be missing something. I don't know how that could be possible. I would be grateful for your help. Okay, und wir dürfen auch schon wieder wimmeln. Das ist super. Sonne. Zeitungsartikel, Tittenfass, Fernrohr. Zeitungsartikel? Ja. Glas Wasser habe ich, glaube ich, hier. Glas, das Glas ist leer. Ach, hier. So, ein Gläschen Wasser haben wir jetzt. Tintenfass, Fernrohr. Tintenfass. Fernrohr, Fernrohr, Fernrohr. Sehe ich gerade nicht. Höchstdynamit habe ich gesehen. Mais-Schachfigur. Ist das eine Schachfigur? Nee. Ach, eine Schachfigur, okay. Paprika, Fernrohr, Sonne. Paprika, Fernrohr. Paprika. Hirsch. Eine Flagge und ein Fingerhut. Flagge. Also ich sehe gerade... Ja, nichts. Aber die Flagge habe ich und die Sonne habe ich auch jetzt. Fingerhut, Schneeflocke. Einen Fingerhut... Fingerhut. Ach, Patrone. Ach, super. Ich klicke einfach mal hier gerade durch die Gegend. Irgendwas müssen wir annehmen müssen oder können. Fingerhut haben wir jetzt auch. Was wir brauchen? Mais, Fernrohr, Zeitungsartikel und Schneeflocke. Mais habe ich. Und eine Schneeflocke. Das wird bestimmt schwer. Moment, so. Eine Schneeflocke. Sehe hier gerade gar keine Schneeflocke. Da brennt eine Zigarre. Und
Ein Fernrohr sehe ich hier auch nicht. Bin ich blind? Oder was ist hier los? Ein Zeitungsartikel erst rechnen. Ist das ein Zeitungsartikel? Nee. Komisch, komisch. Merkwürdig. Was haben wir denn hier? Ach da, Zeitungsartikel. Super. Ein Fernrohr, Leute. Seht ihr hier irgendwo ein Fernrohr? Bin ich blind? Ich weiß es nicht. Ist das ein Fernrohr? Nee. Ein Fernrohr. Und eine Schneeflocke. Ach, da ist die Schneeflocke. Was uns fehlt, ist jetzt noch ein Fernrohr. Was ich hier leider im Bild überhaupt nicht sehe. Ah, komm. Ach, da. Okay, Fernrohr haben wir jetzt auch. Teleskop. Ach, und damit weiß ich auch schon, wohin wir hin müssen. Und zwar zu... nee, nicht hierhin. Ins Kinderzimmer und hier draufsetzen. Ach. Ach. Okay, und jetzt können wir den Vogel da, der da hängt. Oh, das ist ein bisschen schwer, aber, ne? Ich versuch's mal. Das hier, glaube ich, sind die Flügel. Das. Das. Das, das. Ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, das ist ja mal klasse. Zum ersten Mal gelingt mir was. So, was haben wir denn da? Ein Stück Schlauch haben wir jetzt. Okay, ein Stück Schlauch. Könnten wir mit dem Schlauch vielleicht dem Fahrstuhl... Oder was das da war? Das war, glaube ich, ein Fahrstuhl. War das hier? Eben. Mal versuchen, ob das überhaupt funktioniert. Hier hat ja irgendwas gefehlt und das hat mich jetzt dran erinnert. Genau, das muss einfach funktionieren. So, und jetzt? Oh, oh. Dann gehe ich mal jetzt da durch. Ich bin mal echt gespannt. Was haben wir denn hier? Schau dir all das Essen an. Es ist eine Schande, dass alles verdorben ist. Wo sind die Besitzer dieses Hauses? Tja, I don't know. Ich brauche einen viereckigen Schlüssel. Und die Musik hat sich auch, glaube ich, ein bisschen verändert. Katzenschwanzextrakt, Vierteltränke und andere nutzlose Medikamente. Wofür braucht man denn so einen Scheiß? Ach, und hier haben wir auch noch ein Expertenobjekt gefunden. Super. Besen haben wir jetzt. Flucht aus der Irrenanstalt. Die Polizei fand vor kurzem einen Eindringling im Tower von London. Er trug einen chinesischen Schlafanzug und eine Nachtkappe. Der Eindringling schwor, er habe nicht versucht, die Schätze der königlichen Familie zu stehlen, sondern er hätte sich einfach selbst nach einer Lektüre über den Tower von London dorthin gewünscht. Das nächste, was er wüsste, war, dass eine Passage auf seiner Schlafzimmerwand erschien, die direkt zum Verlies unter dem Tower von London führte. Das klingelt wie das Gefassel eines Verrückten. Die Behörden schickten Herrn N. in die lokale Irrenanstalt für eine eingehende Untersuchung seines Geisteszustands. PS, während ich an diesem Artikel arbeitete, verschwand Herr N. aus der Anstalt. Er hinterließ ein Schriftstück, in dem er ein Haus mit 1000 Fenstern oder etwas in dieser Richtung beschreibt. Oh mein Gott. Der Kerl ist ja nicht verrückt, aber... Naja, die denken halt, dass er verrückt sei. Schlitten haben wir jetzt. Und die haben auch so einen ähnlichen Schrank. Ich brauche einen kreuzförmigen Schlüssel. Na super. Verdorbenes Fleisch, Igitt. Schau dir all den Staub und die Spinnweben an. Ich bezweifle, dass jemand diesen Keller nutzt. Du bist ja durch die ganze Bude durchgelaufen. Also da war ja niemand drin, ne? Außer dem Herrn Dingsbumster, der die ganze Zeit ein Buch liest. Hier brauchen wir einen dreieckigen Schlüssel. Hier brauchen einen sternförmigen Schlüssel. Okay. Ja, ich würde sagen, was ist das denn da? Ein Stück Käse würde die Maus aus ihrem Versteck locken. Aber na klar, Käse haben wir ja auch. Jetzt wissen wir auch, für was die Käse nützlich war.
Tschüssi. Okay, Maus haben wir jetzt im Inventar. Super, da ist sie. Gut, dann wimmeln wir mal. Eine Rose, Krone, Erbsenschotte, Kirschen. Katze, Kürbis, gerahmtes Bild, Seepferdchen. Gerahmtes Bild. Da ist ein Rahmen. Und da ist ein Bild. Yay. Rose. Gibt es hier irgendwo eine Rose? Da oben? Erbsenschotte, Tomate, Krone. Eine Tomate. Da. Ach, da ist Seepferdchen. Und ein Kürbis. Und eine Katze? Wo gibt es denn hier eine Katze? I don't know. Suchen wir gleich Sakara Boys. Was ist das denn? Zigarre haben wir jetzt. Erbsenschotte haben wir jetzt. Schote. Schiff, Glocke, Katze, Birne. Schiff, Glocke, Katze, Birne, Karabiner, Kirschen, Sakara, Krone. Schiff habe ich hier. Kirschen hängen da. Die Katze ist hier. Eine Birne ist hier. Oh, läuft irgendwie flüssig. Krone. Ist das eine Krone? Nee. Eine Krone. Merkwürdig. Ich klicke mal hier ein bisschen alles an. Was war das? Scara Boy oder was auch immer das war. Krone. Ach so, okay. Und eine Glocke hätte ich jetzt gerne. Eine Glocke. 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 So, Karabiner haben wir jetzt auch. Wo ist denn hier eine Glocke? Glöckchen. Ach, wo bist du, Glöckchen? Wo ist denn hier jetzt eine Glocke? Ich sehe eindeutig keine Glocke. Wimmelbild. Sag mir... Ach, da war die Glocke. Wunderbar. So, die Glocke haben wir jetzt auch. Yay! Wir haben die nächste Rose. Können wir hier irgendwas mitnehmen? No, können wir nicht. Gut, dann gehe ich zurück. Zurück. Ach so. Hochfahren. Ach so, wir sind schon da. Okay, sorry. Okay. Dahin jetzt kommt die Rose. Okay. Und nun? Ach so, hier oben. Ah, okay. Also, ist das korrekt? Moment, muss mal kurz schauen. Nee, ich glaube nicht, oder? Was für schöne Blumen. Sie scheinen in einer ganz bestimmten Anordnung gemalt worden zu sein. Ich sollte mir das merken. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich habe es mir jetzt gemerkt. Okay. So, die Tulpe ist ganz am Ende. Ach so. Okay, die Tulpe ist ganz am Ende. Ach so, man muss das, glaube ich, einmal, also auf einmal machen. Tulpe, Rose und eine Kamille, keine Ahnung. Okay. Tulpe, Rose, Kamille und... Oh, super, es hat funktioniert. Das ist schon mal wunderbar. Das ist etwas in dem Kamin. Ich muss die Spinnweben loswerden, damit ich sehen kann, was da ist, was es ist. Spinnweben, hier. Boah, heute läuft alles irgendwie super. Was haben wir denn da? Einen Haken. Und ein Porträt haben wir jetzt. Kinder der astralen Ebene. Der namenhafte
Anthropologe Ambrosius Liese hat uns von einem mysteriösen Phänomen berichtet. Nach seiner Kenntnis können Jungen und Mädchen mit Hilfe von speziellen Gegenständen Kontakt zu der Welt der Geister aufnehmen. Liese beschrieb mehr als 10 dokumentierte Fälle. Er lehnte es ab, eine Frage zu beantworten, nämlich den Grund, warum er diese Studie durchgeführt hat. Versuchen ausländische Verschwörer, unsere Kinder zu verdummen und die Zukunft unseres Landes zu sabotieren? Liese besteht auf der Durchführung weiterer Studien, aber die Eltern der betroffenen Kinder weigern sich, ihre Kinder an der Studie teilnehmen zu lassen. Oh weia, ist das überhaupt eine verrückte Welt? Okay, wir haben jetzt, Moment, ein Porträt und einen Haken. Ich würde sagen, die Porträts bringen wir mal zurück hierhin. So, wir haben das da und das da. Aha. Schädelförmiger Schlüssel, wo kommt das denn rein? Oh mein Gott. Leute, ich glaube, wir dürfen hier weg. Ich brauche einen speziellen Schlüssel. Da geht es momentan nicht. Wo hatten wir noch solch einen... hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Wir haben einen Schlüssel, Leute. Wir können jetzt hier weg. Yeah!